Hallo Leute, ich bin heute echt fröhlich drauf, anders als, glaube ich, bei den letzten Malen, weil ich habe etwas geschafft, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich das schaffe. Ich bin nämlich 44 geworden. Ich habe in den letzten 19 Monaten also das ein oder andere Mal echt dran gezweifelt, aber irgendwie habe ich es dann doch hingekriegt. Und ich finde, ich sehe kein Jahr älter aus als 43. Also, ja, vielleicht ist das mal ein Applaus wert. Okay. Ja, ich bin wieder da, seit einer Woche ungefähr. War in Moskau und habe mich mit den bitterbösen Putin-Rockern getroffen, die wirklich bitterböse sind und vor denen man richtig Angst haben muss. Weil sie benehmen sich zum Teil, sag ich mal, wie 15-jährige Jungs, sind also total liebenswerte Kerle. Ja. Ich habe mit MCs nicht so wahnsinnig viel am Hut, aber ich denke, selbst wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, sollte man die Leute ja doch irgendwo fahren lassen, wenn sie keine Siegestour machen, so wie es ja bei uns in der Presse beschrieben wird, sondern wenn sie schlicht und ergreifend einfach nur ein paar Blumen irgendwo niederlegen wollen. Und weil ich denke, dass das möglich sein sollte, fahre ich also morgen nach Prag mit meinem Moped und sammle die Jungs ein, die es geschafft haben über die Grenzen. Und dann werden wir versuchen, hier in Deutschland, sage ich mal, noch eine erkleckliche Anzahl an Motorradfahrern zusammenzukriegen, um dann nach Berlin zu fahren. Also ich hab dann noch hier Mastilecht mein Berlin-Shirt an. Also nach Berlin zu fahren, um dort einfach Blumen niederzulegen. Weil, was ich so glaube, ist, dass die ganzen Aktionen, die so in Deutschland stattfinden, bei der derzeitigen Situation immer noch zu wenig sind. Und wenn es eine solche geartete oder genannte Provokation braucht, damit vielleicht der eine oder andere dann irgendwie zumindest sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann sei es drum. Ja, dann sollen ruhig Leute mit Flaggen an den Motorrädern, die sich in der Kette verhaken können oder ins Rad kommen können, also da habe ich immer Angst vor, dann sollen die ruhig nach Berlin fahren und sollen dort ihren Standpunkt vertreten. Vielleicht ist der eine oder andere dann geneigt, sich bei den zu erwartenden Auseinandersetzungen, mit denen wir also tatsächlich dort rechnen, auch auf der Strecke, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Denn was wir alle hier, glaube ich, irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich mir das Wetter angucke und die Leute, die also, wie immer, jedes Mal, wenn ich hier bin, nett in den Cafés sitzen und ihre Freizeit genießen, was sie alle nicht begreifen, ist, dass der Krieg schon lange angekommen ist hier in diesem Land. Und dieser Krieg, den wir jetzt haben, ist kein Krieg, der mit herkömmlichen Waffen geführt wird, sondern es ist ein Wirtschaftskrieg. Und wo wir gerade. Und Wirtschaftskrieg, also ökonomische Kriegsführung, ist immer die Vorstufe zu heißer Kriegsführung. Immer. Grundsätzlich immer gewesen. Ob das jetzt hier so passiert, ob auf Braunschweig mal eine Atombombe fällt oder sowas, das hängt natürlich stark davon ab, wie sehr sich Russland irgendwie in die Enge gedrängt fühlt. Ich sehe das im Moment noch nicht, aber was wir haben werden, ist in einigen Jahren, in 2 Jahren, in einem Jahr, in 3 Jahren. Werden wir massivste Auseinandersetzungen auch in Deutschland haben, weil wenn ich mir den Euro und den Dollarkurs angucke, wie die jetzt zueinander stehen und wir abgelevelt werden in diesem Land, das wird sich, sag ich mal, die Mehrheit nicht gefallen lassen. Und das System wird aber genügend dafür sorgen, dass die richtigen Leute in Anführungszeichen auseinandergehetzt werden. Ja? Sprich, solange das Volk sich schlägt auf der Straße, ist alles in Ordnung. Ja? Grundsätzlich zum Donbass vielleicht, was ich sagen kann, ich vermisse Russland und ich vermisse den Donbass, also ich vermisse Russisch auf der Straße zu hören, ist schon irgendwie seltsam. Da ist im Moment, sage ich mal, abgesehen von Bombardements, etwas auf einem Weg, wo sich Strukturen bilden, wo, sage ich mal, eine gewisse öffentliche Ordnung hergestellt wird, Anarchie und Chaos, also, sage ich mal, wegkommen von der Straße und man sich mittlerweile, ehrlich gesagt, im Zentrum von Donetsk sicherer bewegen kann als in Berlin. Ich war jetzt letztens in Berlin und irgendwie scheinen manchen Leuten irgendwie meine Insignien nicht zu passen, die ich hier so habe, so ein Georgsband oder sowas. Also man wird wahrscheinlich eher in Berlin auf der Straße zusammengeschlagen als in Donetsk. Ja.
Und das zeigt natürlich, dass hier unfassbar viel Hasspotenzial auch in Deutschland vorhanden ist. Sonst kann ich sagen, es gibt, und das mag für viele, sage ich mal, ein großes Drama sein, in Donetsk kein Nescafé mehr. Also Westcafé, so wie wir das aus dem Osten nennen, ja, für uns ist das immer noch Westcafé, gibt es nicht mehr. Kinderschokolade, und da hatte ich echt mit zu kämpfen, gibt es auch nicht mehr. Erinnert euch, ich bin mal mit diesen Überraschungseiern da zu den Kindern gelaufen. Ja, gibt es nicht mehr. Ist alles ersetzt mittlerweile durch russische Lebensmittel. Russland hat also seit November bis ungefähr Anfang März die großen Anstrengungen unternommen, um dieses Land dort in irgendeiner Form zu versorgen. Und das ist übrigens ein gutes Stichwort. Wenn der Krieg noch weitergeht, und er wird weitergehen, er wird erst aufhören, wenn Kiew gefallen ist, und das ist ein Zitat, also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt sage, sondern das ist ein Zitat, wenn Kiew gefallen ist, wird dieser Krieg aufhören. Wenn dieser Krieg aber nicht bis Herbst beendet ist, dann werden wir etwas in der Ukraine erleben, was wir, sag ich mal, in diesen Ausmaßen in Europa bisher nicht hatten. Wir werden eine Hungersnot erleben, die ihresgleichen sucht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil im Moment funktioniert in der Restukraine und im Donbass aus verschiedenerlei Gründen die Landwirtschaft in Größenordnung nicht mehr. Im Donbass hat das einfach den Grund, dass mehr als 250 Hektar des Landes vermint sind. Das heißt, die Bauern trauen sich schlicht und ergreifend einfach nicht auf ihre Felder, um die zu bestellen. Ich meine, wer hat schon Lust, irgendwie, dass einem die Egge um die Ohren fliegt, wenn man da pflügt oder den Acker bestellt. Und im Rest der Ukraine wird das Geld, was ja dann immer vom IWF oder von der EU oder auch von Deutschland kommt, verbraten für so lustige Sachen wie Uranmunition, ja? Panzerbrechende Munition, die also uranhaltig ist. Und der Winter jetzt, der letzte Winter, speiste sich noch aus gewissen Vorräten bzw. aus der Hilfe von Russland. Und Russland weiß ganz genau, dass für Russland, für sie selbst, sage ich mal 2015, eines der härtesten Jahre wird, weil sie müssen ca. 7 Millionen Menschen durchbringen. Und im Rest der Ukraine, sage ich mal, ist den Leuten das ehrlich gesagt egal. Es gibt da so kluge Köpfe wie Klitschko, der so Tipps hat im Winter wie, wenn es kalt ist, sollte man das Fenster schließen. Das hilft den Leuten natürlich unfassbar. Und wenn denen wieder der Strom abgestellt wird und das Gas abgestellt wird, okay, dann kann man sich ausrechnen, wie lange die das da machen. Und zu essen wird es eben auch nichts mehr geben. Ich weiß nicht, wer von euch die Bilder gesehen hat aus dem letzten Winter in Kiew, die leeren Regale, was da abgegangen ist. Und das ist etwas, was man im Donbass im Moment glücklicherweise nicht hat. Denn, wie gesagt, Russland schiebt da einen Hilfstransport nach dem anderen rein. Und versorgt eben die Leute. Das kann aber auf Dauer irgendwie nicht so gehen. Ja, das heißt, die müssen da irgendwie versuchen, auf ihre eigenen Beine zu kommen. Wie gesagt, es ist ein Zitat. Dieser Krieg wird enden in Kiew. Die Frage ist nur, inwiefern wird sich das Deutschland als Speerspitze denn gefallen lassen? Ja, womit wir beim Thema BND und NSA sind. Ich will euch davor warnen, in den Netzwerken auf diese Diskussionen einzuspringen und zu sagen, ha, endlich, jetzt geht's der Angela Merkel an den Kragen. Es ist geplant. Weil ich sag mal, sie war so frech und ist mit François Hollande nach Moskau geflogen und hat etwas wie das Minsk-II-Abkommen, was zum Zeitpunkt der Aushandlung schon wieder Makulatur war, verhandelt. Und sie kriegt jetzt die Retourkutsche. Weil diese Daten sind eigentlich lang bekannt, ja, nur dass sie jetzt veröffentlicht werden, gibt mir also schon zu denken. Und dass vor allem die Systempresse, und das ist das Wichtige daran, dass die Systempresse auf diesen Zug aufspringt. Ja. Der Spiegel hat ein Cover mit, der Pfarrer hat. Ja. Und da ist ja irgendwas ist dann faul. Also wenn die Leute schon so dermaßen darauf einschlagen, dann geht es darum, sage ich mal, den Volkszorn zu entfachen, sag ich mal, die jetzige Regierung aus dem Amt zu jagen. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist nur, das, was danach kommt, ist jetzt nicht wirklich besser. Genau, Ursula von der Leyen, unsere Flinten-Uschi, die wird Deutschland zu einer glänzenden Speerspitze machen. Und ich weiß nur eins, wenn deutsche Truppen da unten versuchen, in irgendeiner Form zu agieren, werden sie mordsmäßig die Fresse vollkriegen.
Und ich weiß nicht, ob das irgendwie erstrebenswert ist. Also ich möchte meine Söhne zum Beispiel nicht in der Bundeswehr sehen, die dann da drüben irgendwie verheizt werden. Denn letztlich ist das alles, was sie da auch mit den ukrainischen Jungs machen, das ist nichts anderes als Kanonenfutter. Einige von denen sind richtig gute Jungs. Richtig gute Jungs. Und ich habe den größten Gefangenenaustausch in Lugansk miterlebt und habe die Leute gefragt, okay, was erzählen die euch eigentlich? Naja, wir kämpfen gegen die russische Aggression und gegen tschetschenische Freischärlerbanden. Ja. Ich sage, und? Was ist jetzt dabei rausgekommen? Man muss Folgendes wissen. Wenn ein Russe das Wort Sprach ausspricht, heißt es im Russischen Gavril. Gavril. Ja? Moskauer sagen Gavril. Die sprechen es also mit A. Ethnische Russen und Ukrainer sprechen dieses Wort anders aus. Sie sprechen es Gavril aus. Ja? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dieses Heroyam Slava gehört hat. Ja? Slava Ukraine und dann Heroyam Slava. Das heißt, das G wird wie ein H ausgesprochen. Und das war ein Satz, den die mir gesagt haben. Wir waren überrascht, dass wir von Leuten gefangen genommen wurden, die das Wort Gavril genauso aussprechen wie wir. In dem Moment haben die begriffen, dass es sich nicht um die russische Armee handelt und auch nicht um tschetschenische Freischärlerbanden, sondern dass es ihre eigenen Brüder sind. Ja. Und was eben nachweislich einfach so ist, ist, dass die Behandlung der Gefangenen schlicht und ergreifend auf der Seite der Oportschene wirklich vorbildlich ist. Natürlich machen die Unterschiede zwischen der regulären ukrainischen Armee, will ich auch nicht verheimlichen, und der Nationalgarde und dann den Freiwilligen Bataillon. Und wenn ich ein Mitglied des Freiwilligen Bataillons wäre, würde ich lieber nicht in Gefangenschaft gehen, das muss ich auch so sagen. Ja. Aber grundsätzlich, und die Jungs, die ausgetauscht wurden in Debaltsevo, 80% waren aus dem Kessel von, in Lugansk, waren aus dem Kessel von Debaltsevo. Da habe ich übrigens, also da habe ich eine Anekdote, ich fand es total witzig. Ich stand also an so einem Blockposten rum, ca. 5 Kilometer von Debaltsevo weg, zwischen Uglegorsk und Debaltsevo. Es war Mitte Februar, das heißt, die Kämpfe waren im Kessel noch im vollen Gange. Aber die Jungs im Kessel, sprich also die ukrainischen Soldaten, wussten überhaupt nicht, dass sie in einem Kessel sind. Das heißt, es wird ihnen noch nicht erzählt, vorne an der Front. Die sind sowas von abgeschnitten, die kriegen also zum einen nichts zu essen. Wisst ihr, wie viele Skorbutfälle es in der ukrainischen Armee gibt? Denen fallen die Zähne aus. Das geht gar nicht. Und die kriegen nicht nur nichts zu essen, die kriegen auch keine Informationen, sondern nur noch das, was sie wissen müssen. Und wir standen also an so einem Blockposten rum, Blockposten der Oportschene, und ein Fahrzeug näherte sich und stoppte. Und heraus sprang ein Major der ukrainischen Armee und regte sich tierisch darüber auf, dass die Jungs den Schlagbaum nicht öffneten. Ja, was denn hier los wäre, was das für ein Sauhaufen ist und so weiter und so fort, bis die dann irgendwann mal gestanden haben und gesagt haben, guck mal. Und er kriegte mit, ups, dieser Blockposten ist ja ein Blockposten von der Oportschene. Der wurde dann natürlich verhaftet, aber er sagte dann ihm, also okay, bis vor 2 Tagen war das noch unser. Ja. Aber sie wissen überhaupt nicht, wie der Frontverlauf ist. Sie haben keine Ahnung und sie hatten keine Ahnung, dass sie in einem Kessel sind. Und das war der Grund, weswegen Poroschenko bei den Verhandlungen zu Minsk II mit Hollande und mit Merkel zusammen und Putin den Balzewo ausdrücklich ausgenommen hat, weil Poroschenko den Balzewo mit militärischen Mitteln lösen wollte. Weil auch er nicht informiert wurde entsprechend darüber, dass der Kessel schon zu ist. Und das ist ja das, was man häufig liest, die Separatisten und Terroristen, die sogenannten da unten, hätten also die Waffenruhe gebrochen. Sie haben die Waffenruhe nicht gebrochen. Debaltsevo, muss man wissen, die Stadt Debaltsevo war ein Standort von schwerer Artillerie, aus der die Stadt Gorlovka permanent bombardiert wurde. Permanent bombardiert wurde. Und um dem endlich Einhalt zu gebieten, haben die Leute natürlich auch den Kessel zugemacht. Und weil Poroschenko Debaltsevo aus den Verhandlungen für Minsk II ausgenommen hat, hatte die ukrainische Armee natürlich logischerweise irgendwie keinen Anlass, ihre Kampfhandlungen einzustellen. Und das bedeutet, dass die Oportschene dem dort unten einfach nur ein Ende gemacht hat. Und es war höchste Zeit, denn ich war am 19. in Uglegorsk und am 20. Februar dann in Debaltsevo, 8 Stunden nach der Einstellung der Kämpfe, zusammen mit dem ersten LKW, der eines russischen Hilfskonvois, der da unten angekommen ist,
Und ich habe in meinem Leben noch nie so was Kaputtes gesehen. Urligos ist eine einzige Ruine. Und in dem gesamten Gebiet, in Balzovo Urligos, waren ca. 20.000 Menschen seit Wochen ohne Essen, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Gas. Die hatten Öfen in den Kellern, aber nichts zum Heizen. Und die Zerstörung, die man sieht in Debalcevo, ca. 80% aller Häuser sind dort eben entsprechend betroffen, mehr oder weniger stark, sind Zerstörungen, die durch den Beschuss der ukrainischen Truppen zustande gekommen sind. Man muss nämlich wissen, dass die Kriegsführung auf beiden Seiten unterschiedlich ist. Die Opolchenja weiß relativ genau, wenn sie einen Ort einnimmt, sind sie diejenigen, die den Scheiß wieder aufbauen müssen, den sie kaputt schießen. Und sie gehen mit einem ganz gewissen Ziel dorthin. Ich habe das erlebt, dass die keinen anderen Traum haben, als da reinzugehen. Und die alten Omas, die Babuschkas, die dann aus den Kellern kommen, in den Arm zu nehmen. Das heißt, sie passen schon darauf auf, dass sie so wenig wie möglich Zivilisten treffen. Während es bei der ukrainischen Armee andersrum ist. Die versuchen also ums Verrecken immer den Vormarsch der Opolchenja zu stoppen. Das machen die also bevorzugt, indem sie dann wirklich ganze Straßenzüge bombardieren. Und sie benutzen dafür nicht schwere Artillerie, sondern sie benutzen dafür Grad, also dieses Grad-System, worüber ich auch schon mal gesprochen habe, ja? Also Mehrfachraketenwerfer. Und im Moment muss man eins wissen, es gibt eine Stadt, die befindet sich noch in der Restukraine, etwas nördlich von Lugansk und Donetsk, und sie heißt Kharkov. Ich weiß nicht, wer davon schon mal was gehört hat, von Kharkov. Kharkov ist eine unfassbar schöne Stadt. Und Kharkov ist im Moment umstellt von ukrainischem Grad. Sprich also von Mehrfachraketenwerfern in Größenordnung. Und diese Gradsysteme zielen nicht auf die Opolchenja. Diese Gradsysteme zielen nach Kharkov. Und es gibt eine Warnung, eine eindeutige Warnung, die ausgesprochen wurde, sollte die Opolchenja, aus welchen Gründen auch immer, Richtung Kharkov vorrücken, wird die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Sie benutzen also ihre eigenen Städte als Schutzschilder. Das heißt, die Frage ist, wann geht's wieder los? Und im Moment sitzt die Opolchenja dort unten auf gepackten Koffern und, wie habe ich es vorhin gesagt, getankten Panzer und wartet eigentlich nur drauf, wann die ukrainischen Einheiten wieder zuschlagen werden. Sie werden wieder zuschlagen. Der letzte Ort, in dem ich war, ist Dokuchaevsk. Dokuchaevsk ist direkt eine Frontstadt. Und Dokuchaevsk auf der westlichen Seite sind ca. 8.000 bis 10.000 ukrainische Soldaten zusammengezogen, Panzer in Größenordnung, Gradsysteme und so weiter und so fort. Telmanowe ist ein Ort, der ca. 10 Kilometer weg ist von dort, in Richtung Osten. Das ist also auf DNR-kontrolliertem Gebiet. Und für diesen Ort und für alle umliegenden Gemeinden sind alle Mai-Feierlichkeiten abgesagt worden, weil der Beschuss so heftig ist. Und Dokuchaev wird also einer der nächsten Brennpunkte sein, dort unten, weil auch dort die ukrainische Armee wieder versuchen wird, durchzubrechen zur Grenze, um dann von dort aus nach Süden zu gehen, Azov und Shirokino, dieses kleine Dörfchen nach Mariupol, was jetzt im Moment so heftig bombardiert wird, zu befreien und sich dort unten festzusetzen und einen Grenzzugang in Richtung Russland zu haben. Denn, und das ist etwas, was man wissen muss, es wird immer noch versucht, die Ukraine und Russland in einen offenen Krieg zu treiben. Und die Frage ist, wie lange Russland dem noch zuguckt. Ich denke noch eine ganze Weile, weil, ich sag mal, das, was die jetzt im Moment da unten veranstalten, da muss keine russische Armee eingreifen. Ja. Das wird aber dann passieren, wenn andere Städte in den Blickpunkt rücken. Und ich möchte euch auf eine andere Stadt aufmerksam machen, die in Zukunft sicherlich auch im Fokus stehen wird, auch in der Presse. Das ist Vilnius. Achtet darauf, was in Vilnius passiert. Sie versuchen auch im Norden, auch gerade in den baltischen Staaten, entsprechend zu zündeln. Und deswegen die Balten und die Polen sind ja im Moment richtig gut auf Kurs, auf NATO-Kurs. Ja, und haben keine Ahnung, dass die Amerikaner in Washington sitzen. Mit die Amerikaner meine ich übrigens immer nicht das Volk, ja, weil ich habe wahnsinnig viele amerikanische Freunde.
Aber die Leute, die da die Strippen ziehen, die werden also in Washington sitzen und werden vor Lachen nicht in Schlaf kommen, wenn die Polen und die Balten so doof sind, ja, und wenn wir Deutschen dann auch so doof sind und uns als Speerspitze in irgendeiner Form gebrauchen lassen. Bei den Finnen hat es ja nun schon eingeschlagen, es sind 900.000 Mann, die jetzt ihren Brief gekriegt haben, von wegen Reservisten und so weiter und so fort. Das heißt, wir steuern also hier tatsächlich auf eine Auseinandersetzung zu in Europa, die ich selbst, ich muss das zugeben, vor einem Jahr nicht so für möglich gehalten habe. Aber ich sage mal, die Dummheit scheint hier in irgendeiner Form zu überwiegen. Und jetzt komme ich eigentlich an den, ich schließe das jetzt ab, ich bin gleich fertig, aber ich komme eigentlich an den entscheidenden Punkt. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund am 9. Mai in Berlin. Ich will da auch mal die Fresse aufreißen, ja, damit sich mal irgendwie was bewegt. Weil, warum lassen sich denn die Polen als Speerspitze gebrauchen? Warum lassen sich die Balten als Speerspitze gebrauchen? Warum lassen wir Deutsche uns als Speerspitze gebrauchen, als NATO-Speerspitze? Weil unsere Regierungen das so möchten. Jetzt ist die Frage, möchten die das wirklich oder ist da irgendwas anderes dahinter? Ich glaube nicht, dass sie es wirklich möchten. Aber wenn ich aufstehen sollte, wenn ich die Bundeskanzlerin wäre und ich sollte aufstehen, ja, gegen die Amerikaner, offen opponieren und sagen, Schluss bis hierhin und nicht weiter. Das ist diese dünne graue Linie, die ich jetzt überschreite. Ja. Dann mache ich das doch nur, wenn ich stark bin. Aber da sind sie nicht. Und unsere Regierung und die polnische Regierung, die baltische Regierung sind im Moment auf der Seite des Stärkeren. Nämlich auf der Seite der Leute, die ihnen den Druck machen von hinten. Und solange wir in diesem Land die Leute in den Cafés sitzen und ihre Freizeit genießen, wird sich keine Regierung veranlasst sehen, im Sinne ihres Volkes zu handeln. Solange ihr euch so manipulieren lasst, ja, solange wie eine Pegida, ich habe mich mit diesen ganzen Gida-Sachen nicht so sehr beschäftigt. Ich weiß aber nur eins, wenn es, sage ich mal, Massenproteste in die Systemmedien schaffen, dann ist irgendwas faul. Ja? Und solange ihr euch alle immer auseinander dividieren lasst und solange, sage ich mal, eine Aktion mit der anderen irgendwie nichts zu tun haben will, oder, weiß ich nicht, der riecht nach NPD und der riecht nach kommunistischer Partei. Ich habe jetzt letztens festgestellt, das fand ich total witzig, muss ich mal noch einflechten. Ich habe nur so ein FDJ-Abzeichen. Ich war Mitglied. Die ist verboten in Deutschland. Ich war ja völlig von Socken. Ja? Ist ein verfassungsfeindliches Symbol. So, ich werde mir das natürlich irgendwo dran plöppen, wo es exponierter nicht sein kann. Ja, mal sehen, was dann passiert. Aber ich meine, wenn es so weit ist, ja, wenn sich Leute auseinander dividieren lassen auf der Straße, dann ist das halt, ist es genauso wie in Washington, die lachen sich kaputt, wenn die Europäer sich hier zerfleischen. Ja. Das ist in Berlin genauso. Die lachen sich kaputt darüber und sagen, ey komm, wir schicken jetzt mal die Gruppe dahin, die soll mal ein bisschen rumstören und so weiter. Ja. Solange das so ist und ihr nicht aufsteht, in Größenordnung, ja, wird keine Regierung der Welt auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, zu sagen, okay, wir haben etwas, was hinter uns ist. Und ich will euch einen Satz sagen, den ich da drüben gelernt habe. Ihr habt es dann geschafft, erst dann, wenn sie die Armee schicken, vorher nicht. Auf jeden Fall finde ich es total genial, heute mal wieder da zu sein. Und ich wollte ja eigentlich inkognito hier rumschleichen, deswegen habe ich ja Tarnklamotten an und mal ein paar Bilder angucken. Was dann aber schon der eine oder andere irgendwie vereitelt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine unfassbar schöne Enttarnung. Die schönste, die ich hatte bis jetzt. Ja. Und ich wünsche euch in Moskau bei eurer Aktion viel Glück. Ich würde gerne sowohl in Moskau als auch in Donetsk als auch in Berlin sein am 9. Mai.
Ja, und wir werden das im Übrigen auch machen. Das heißt also, vielleicht das nur als Information. Ich habe also mit Robley und Russia Today zusammengesessen vor ein paar Tagen, die also ganz heiß drauf sind, sage ich mal, die Biker-Tour da irgendwie möglichst sogar live zu übertragen im Internet, in dem Moment, wo die Grenze überschreiten. Und sie werden auch in Berlin vor Ort sein. Und wir werden versuchen, tatsächlich einen Livestream aufzubauen und eine Live-Schaltung hin und her zwischen Moskau und Berlin und uns gegenseitig feiern. Ich habe jetzt einen Kontakt in Donetsk, wo die versuchen, das natürlich irgendwie zu machen. Was davon abhängt ist, A, haben die Internet, B, haben die eine Leinwand und C, haben die einen Projektor. Ich weiß eins, seit ich weg bin, das ist jetzt ungefähr knapp anderthalb Wochen her, weil man fährt ja ein Weilchen von Donetsk bis hierher, ja. Weil man hat ja dann auch immer die netten Gespräche an allen Grenzübergängen, ja. Und ich fühle mich immer so zwischendurch, also an der lettisch-russischen Grenze, fühle ich mich wie Feind von allen. Ja. Den FSB kriege ich immer hin, die sind hinterher meine besten Freunde, aber es dauert eben immer 3 Stunden. Und wenn es schon nachts um 3 ist und man fix und fertig ist, nach 1300 Kilometer fahren, macht das natürlich keinen Spaß. Aber ich habe also einen Kontakt da unten und wir versuchen das hinzukriegen. Und ich weiß, dass ich, als ich vor anderthalb Wochen los bin, funktioniert das noch einigermaßen mit dem Internet. Ich habe aber jetzt in den letzten Tagen wirklich auch Schwierigkeiten, die Leute zu erreichen. Und im Moment hält sich so ein Gerücht, dass sie also versuchen, dort flächendeckend in irgendeiner Form die Signale zu stören, sodass also Mobilfunknetze kaum funktionieren und auch das Internet nur noch sporadisch funktioniert. Was immer ein Zeichen dafür ist, also es gab so 3 Indikatoren, wo wir immer wussten, aha, jetzt geht's demnächst wieder los. Erstens Internet weg, zweitens Mobilfunk weg und drittens die Hunde haben angefangen zu heulen vor meinem Haus. Also ganz im Ernst, man konnte dann irgendwie nach einer Stunde wusste man, alles klar, jetzt geht die Luzi wieder ab. Ja. Und ich weiß nicht, stolz bin ich darauf nicht, aber ich glaube, ich bin so ziemlich der einzige Deutsche, den es nach dem Einschlag einer Totschka-U mal durch die Küche gehauen hat. Also das ist schon krass. Man gewöhnt sich an vieles da unten und solange man sieht, dass es auf einem vernünftigen Weg ist, geht das auch. Ja. Und wenn es jetzt demnächst wieder losgeht, dann wird, sag ich mal, der Schlag, der dann erteilt wird, wird auch entsprechend heftig ausfallen. Woran ich tatsächlich noch erinnern möchte, ist, ich glaube, ich habe das vor zwei Tagen gepostet. Mir ist zu Odessa echt nichts eingefallen. Bei Odessa ist eigentlich, für Odessa gibt es keine Worte. Eigentlich nicht. Und deswegen habe ich eigentlich vor 2 Tagen in allen Netzwerken nur ein Wort gepostet und das war Odessa. Und ich glaube, das muss ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich muss niemanden darum bitten, dass er sich daran erinnert. Und wenn wir vermeiden wollen, dass sowas wie da drüben, nämlich wirklich offener Faschismus, ja, wenn der sich mit diesem Gesicht auch hier zeigt, dann sollte man jetzt echt mal was unternehmen. Weil das, was wir hier haben, ist schon Faschismus. Wir haben Systemfaschismus, ja, der nur wesentlich verdeckter agiert. Und dagegen muss man aufstehen. Wie gesagt, wir haben es geschafft, wenn sie die Armee schicken. Erst dann. Vorher nicht.